Also erstmal ein ganz herzlich willkommen an alle, ganz offiziell. Mega cool, dass ihr alle da seid bei dem tollen Titel Wir killen den Geldarsch. Es ist unglaublich, ich bin selbst überrascht. Ich habe auch natürlich, wie wir alle gedacht, wir haben diese Geschichte erledigt, oder? Wir haben ein gutes Verhältnis dazu, dachte ich auch immer. Und also ich war wirklich überrascht, was da alles noch so im Argen liegt. Und ich habe es ja immer schon vermutet, dass eigentlich, wie wir das Geld sehen, wie wir Geld sehen, also macht mal alle eure Audios aus, bitte, solange, dass hier keiner... ich mache das mal kurz. So. Genau. Also wie das alles zusammenhängt, oder? Diese Einstellung, die wir gegenüber allem haben. Unsere eigene, grundeigene Einstellung ist ja dafür verantwortlich, was wir tun und was wir nicht tun. Was wir wollen und was wir nicht wollen. Wenn wir eine Einstellung haben, von der wir gar nichts wissen, dann arbeitet die trotzdem in uns gegen die Dinge, die wir eigentlich wollen. Und ich habe es ja in meinem Video schon kurz erzählt, diese Einstellung zu Geld, die scheint auf der Oberfläche ganz okay zu sein. Aber letztendlich hat sie ganz, ganz viel damit zu tun, was wir sonst noch über Liebe denken, was wir über Sex denken, was wir über Partnerschaft oder Männer oder Frauen denken, das hängt tatsächlich alles zusammen. Und jetzt möchte ich anfangen, ihr könnt da im Chat schreiben mir, weil wir sind zu viele, als dass wir das mit Sprechen im Moment handeln könnten. Ihr könnt mir dann auf die, also eure Antworten gerne bitte in den Chat schreiben oder für euch aufschreiben. Wenn du jetzt in dich reinspürst, also das geht ja, nichts geht im Kopf, es geht alles hier in unserem Herzen, in unserem Gefühl, in unserem Unterbewusstsein, in unserem Innersten, was nicht logisch ist, was mit dem Verstand gar nichts zu tun hat in erster Linie. Also wenn ich jetzt zu euch sage, wie fühlt sich das an für euch, wenn ihr reinspürt in die Aussage, ich bin Geld? Ich bin Geld. Was gibt es für ein Gefühl? Spürt mal da rein, ich bin Geld. Unwirklich, schreibt jemand, die Marion schreibt unwirklich. Okay, noch ein paar Feedbacks. Also ich bin Geld, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das materialistisch reduziert? Fühlt sich das, ich bin mehr? Fühlt sich das jetzt gut an oder schlecht? Machen wir es mal einfach so. Fühlt sich das gut an oder fühlt sich das schlecht an? Ich bin Geld. Neutral? Mir kommen die Tränen vor Rührung. Gut. Eher neutral bis negativ. Schaut mal an. So verschiedene Wahrnehmungen, oder? Passt irgendwie nicht. Okay. Dann das nächste. Ich bin Liebe. Ich bin Liebe. Wie fühlt sich das an? Yes. Ich bin Liebe. Fühlt sich gut an. Wunderbar. Wunderbar. Ja, gut. Passt, weil es nicht Materie ist. Sehr gut. Gut fühlbar ist auch ein Wert, den ich vertreten kann. Das ist auch sehr spannend. Ich merke, dass ich ausweite. Okay. Also, gut. Nochmal. Super. Vielen Dank, dass ihr so mitmacht. Mega cool. Also, ich bin Liebe. Fühlt sich gut an. Moralisch okay. Ja. Und ich bin Geld. Fühlt sich schlecht an. Oder fühlt sich unwirklich an. Ich bin Freude.
Machen wir noch eins. Ich bin Freude. Wie fühlt sich das an? Ich bin Freude. Ja, ja, gut, gut, super, fantastisch, gut, und das darf man auch sein. Sehr energetisch. Nein. Okay. Eben, seht ihr, das ist so, so gigantisch. Es gibt zwar immer eine Tendenz, aber man kann nicht sagen, das fühlt sich für alle gleich an. Und das liegt tatsächlich daran, was wir uns vorstellen, unsere Vorstellung über das, was es ist, oder? Auf der einen Seite fühlst du dich hier, okay, ich bin hier, ich bin Liebe. Ja, das passt mir, das passt zu mir, das passt zu meiner Vorstellung von mir und zu meiner Vorstellung von Liebe. Die zwei Vorstellungen, das passt gut zusammen, das fühlt sich gut an, oder? Das ist eine ausgeglichene Balance. Und wenn du sagst, das bin ich und ich bin Geld, jetzt hast du ein schlechtes, komisches Gefühl dazu. Das hat zwei Vorstellungen, zwei Möglichkeiten. Entweder denkst du nichts Gutes von dir oder du denkst nichts Gutes von Geld. Auf jeden Fall ist da kein Match, oder? Da ist kein Match, wenn du sagst, ich bin Geld. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass du grundsätzlich doch etwas Gutes von dir denkst oder dass deine Haltung zu dir zumindest mal neutral ist. Und hier ist die Variable, oder? Ich bin Geld, ich bin Liebe, ich bin Freude. So. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, okay, jetzt gehen wir wieder zurück zu ich mag Geld. Wie fühlt sich das an? Ich mag Geld. Ne? War gut. Okay. Okay. Ich liebe Geld. Ah, okay. Das ist schon mal super. Ich liebe Geld. Gerne. Super. Genau. Schwierig und schwer fühlbar für mich. Geld ist gut. Langweilig. Ich liebe Geld. Und das ist eben das Coole an der ganzen Geschichte, oder? Wenn wir hier rein spüren und dann sagen, ja, okay, für die eine schwierig und so weiter, dann liegt es tatsächlich daran, was wir uns vorstellen unter Geld. So, jetzt machen wir einen anderen Shift. Und zwar, wir stellen uns Geld jetzt als eine Wesenheit vor. Kannst du auch Person sagen, also ein Wesen. Und wie würde für euch dieses Wesen aussehen? Ja, das könnt ihr euch mal so vorstellen. Ihr könnt, deswegen habt ihr euer Blatt Papier. Und dann könnt ihr euch mal einfach so ein Figürchen also draufmalen, was wie halt das so in eurem Möglichkeiten so steht. So ein Figürchen. Na, die Helga sagt dunkel, wie so ein Figürchen aussieht, ob es lächelt, ob es ja freundlich ist, wie sich das so zeigt. Wenn ihr nicht gut malen könnt, respektive auch wenn ihr gut malen könnt, schreibt mal drunter diese Eigenschaften von dieser Person, wenn ihr die beschreiben müsst. Sachlich korrekt. Von der Farbe her golden, lächelnd, hell, freundlich. Okay, sachlich korrekt ist auch gut. Genau, wie noch? Dick und füllig, leuchtend, groß, sieht aus wie eine Mischung aus Barbie und einem Engel. Wow, farbenfroh, streng. Scheich, was ist denn Scheich, Susanne? Ein Scheich, meinst du? Ein reicher Scheich. Engelhaft, fröhlich und frei. Männlich, manchmal schwer erreichbar. Wie Darth Vader.
verschmitzt, distanziert und auch etwas überheblich und streng, sehr autoritär. Von Julia sieht er lustig aus. Okay. Dann, wenn du dir vorstellst, du kannst ja sein, wer du willst, ja? Feige, hager, hämisch. Wow. Also du kannst ja sein, wer du willst. Wenn du dir jetzt vorstellst, du tauschst jetzt sozusagen das Wesen, das Sein, deine Persönlichkeit mit deinem Geld. Dass du eben echt sagst, ja, jetzt bin ich mal heute von mir aus der Geld oder die Geld. Ja, jetzt tauschen mal Persönlichkeit. Würdest du gerne tauschen? Würdest du gerne der oder die sein? Wie wäre das? Sofort, ja, ja, unbedingt, sofort. Nicht die mit Geld, nein, der oder die oder das Geld. Wärst du das gern? Nein. Okay. Auch nicht? Ach so, nein. Okay, dann frage ich euch, die Nein gesagt haben, da bin ich unsicher, teilweise ja, teilweise nein, ja gerne. Also die Nein gesagt haben, wieso nein? Wieso würde ich nicht gerne tauschen? Ich möchte es gerne haben, aber ich möchte es nicht sein. Okay, aber wieso möchtest du es nicht sein? Wieso möchtest du nicht, ich bin ein Goldesel, wieso möchtest du nicht für einen Tag Geld sein? Was hat Geld für einen Job? Wie ist Geld? Was hat Geld für eine ist mir zu dunkel? Was hat Geld für eine Aufgabe? Was macht denn der Geld? Wieso möchtest du denn nicht sein? Und die ihn sein möchten, wieso möchtet ihr denn der oder die Geld sein? Wieso wäre das cool, mal die Rolle zu tauschen? Leichte Energie macht Spaß. Mit Geld kann man helfen, aber es ist ja doch eine Materie. Es ist nichts mit Seele. Okay? Großzügig und ist machtvoll. Er fühlt sich unbeschwert an, leicht und friedvoll. Geld ist eine Form von Austausch. Für mich geht Geld gerne raus, kommt aber nicht rein. Fühlt sich so schlüpfrig und unehrlich an, ist seelenlos, passt. Dann versorge ihn von Wille andere und erfülle Wünsche. Spontan fällt mir Angst ein. Ja? Also der, die oder das Geld. Phasenweise zu manipulativ. Haha, genau, da kommen wir drum. Nein, aber auch kraftvoll und das wäre wieder toll. Wäre ich Geld, würde ich mich selbst ja verteilen und würde gegen etwas anderes eingetauscht. Leicht und frei für alles, was ich mir wünsche. Energie ist überall weitreichend. Also es gibt total viele, wie ihr seht, total viele Aspekte, wie man Geld sehen kann. Und welchen Aspekt oder welche Ansicht, welche Meinung du über Geld hast, das bestimmt die Beziehung zwischen dir und Geld. Weil wenn du irgendwie denkst, der, die, das Geld, weil du bist Energie, wir sind Energie, jeder ist Energie und der, die, das Geld ist auch Energie. Es ist eigentlich kein Unterschied. Und wir wohnen in einem geteilten Universum aus Energie. Und nachdem unser Universum aus uns und unserer Meinung und unserer Ansicht entsteht, können wir aus Geld machen, was wir wollen. Es ist tatsächlich das, was wir draus machen. Na, also ich kriege keinen Ton hin. Nein, Ton brauchst du auch nicht, Moni. Aha, du hörst nichts. Also, wir können aus dem Geld, der, die, das Geld machen, was wir wollen. Genauso können wir aus uns machen, was wir wollen. Und wir bestimmen die Beziehung zwischen uns
und Geld. Und wenn wir hier bei unserem Geldmännchen irgendwie noch das Gefühl haben, oder der oder die ist irgendwie jemand oder etwas, mit dem ich lieber nicht in Beziehung trete oder vielleicht nicht so viel zu tun haben möchte. Oder denke, ja, der oder die soll da sein. Dann müssen wir nochmal drüber nachdenken. Also der Klaus sagt, Geld ist ein Charakterverstärker. Bist du ohne Geld ein kleines Arschloch, bist du mit Geld ein großes. Kann man auch so sehen. Man kann aber auch ganz was anderes sehen. Oder es geht eben darum, warum ist Geld und Arschloch, auch wie in dem Titel von diesem Webinar, warum ist Geld und Arschloch irgendwie naheliegend? Weil es halt Leute mit Geld gibt, die Arschlöcher sind. Aber es gibt doch auch Leute ohne Geld, die Arschlöcher sind. Ich würde mal sagen, das ist 50-50, oder? Also, wie oder wer jemand ist, hat doch wirklich nichts damit zu tun, ob er mehr oder weniger Geld hat. Da können wir uns, glaube ich, auch einig sein. Bist du ohne Geld ein gütiger Mensch, bist du mit Geld ein Segen für die Menschheit. Richtig. Kapitalismus, Ausbeutung, das sind so meine Assoziationen. Ganz genau, das sind Assoziationen. Geld ist doch seelenlose Materie ohne Herz und Liebe. Das sind auch Assoziationen, oder? Das sind eben genau diese Assoziationen, die uns dazu bringen, kein anständiges Verhältnis zu Geld zu haben. Wenn du zu irgendeinem Menschen eine Assoziation hast, zum Beispiel, er ist eine seelenlose Materie, dann rennst du von dem weg. Da willst du nicht, dass der bei dir ist, dann willst du keine Beziehung damit haben, dann willst du nichts wissen, da schiebst du das total von dir weg. Und so ist es auch, wenn du glaubst, dass Geld das ist. Oder? Das ist so wichtig, dass du verstehst, dass dieses Geld genau das ist, was du aus ihm machst. Genauso wie alles andere, was in deiner Welt existiert, ist genau das, was du aus ihr, ihm, es machst. Und diese Macht haben wir. Es gibt nichts, was von selber etwas ist. Niemand und nichts ist von selber etwas, sondern es ist alles das, was wir in ihm sehen. Auch wir selber, wir sind das, was wir in uns sehen. Und dass mit Geld natürlich viel Schundluder getrieben worden ist, das ist außer Frage. Dass mit Religion viel Schindluder getrieben worden ist, ist außer Frage. Dass Menschen per se Idioten waren, Fieslinge, gemeine Menschen, aus welchen Beweggründen auch immer, ist außer Frage. Die Sache ist nur die, was wollen denn wir kreieren? Was wollen wir sehen? Worauf wollen wir unsere Energie fokussieren? Was wollen wir, dass größer wird? Und wenn du mit den Vorstellungen durch die Welt läufst, dass Geld zum Beispiel seelenlose Materie ist, dann ist für dich Geld seelenlose Materie. Aber wenn du dich jetzt entscheidest und sagst, Geld ist das Mittel, um mein Herz in die Welt zu tragen, weil es ist so viel davon und ich sollte noch viel mehr davon haben, weil ich trage damit mein Herz in die Welt. Also komm her, du ganzes Geld, abgezapft von allen missbräuchlichen Einsatzmöglichkeiten, komm du her zu mir. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum sollten wir, wie bei Messe, kann nützlich sein, jedoch auch dazu beitragen, andere ins Jenseits zu befördern? Genau. Aber lieber habe ich doch alle Messer bei mir und weniger Messer bei denen, die nicht damit umgehen können. Oder? Also,
Es kommt tatsächlich, das ist immer wieder das Gleiche. Was denke ich von den Dingen, von den Objekten, von den materiellen Dingen, die letztendlich alle aus der gleichen Energie geschaffen werden? Sie werden von uns geschaffen. Wir haben Geld geschaffen. Wir haben Geld geschaffen als neutrales Mittel des Austausches von Leistung. Jetzt ist es nun mal so. Und was machen wir jetzt damit? Finden wir Geld und alles andere, was mit uns zu tun hat, sage ich jetzt mal, alles andere, mit dem wir in Beziehung stehen, wie sehen wir das? Das heißt, finden wir auch unsere Partner, unsere Männer, unsere Frauen, wie finden wir die? Und da habe ich mir eine ganze Liste aufgeschrieben gestern Abend. Also, was? Die roten Reichen wären die Regierungsbossen und deren Steigbügelhalter. Das sind eben alles so Vorstellungen, die natürlich wahr sind, weil es gibt, für alles gibt es irgendein Beispiel in unserer Vergangenheit. Nur wollen wir diese Vergangenheit durch unsere Vorstellung, die wir auch auf Geld tun, weiter in die Zukunft tragen? Das kann ich nicht lesen. So, also, und zwar habe ich mir vorgestellt, nachdem wirklich alles Energie ist, es ist ja, wenn sich alles auflöst in Schwingung, dann ist alles neutrale Energie. Und wir machen aus, wir können auch sagen, Geld ist Liebe. Wir können sagen, unser Partner ist fies oder unser Partner ist Liebe. Das entscheiden wir. Das ist so wichtig. Und je nachdem, was für eine Beziehung wir aufbauen möchten, müssen wir uns vorstellen, dass diese Energie oder diese Persönlichkeit eben nicht eine herzlose Materie ist oder eine seelenlose Materie, sondern etwas, jemand, der es absolut gut mit uns meint. Und zwar, der will, dass du reich bist, dass du sorgenfrei bist, dass du schmerzfrei bist, dass du über alles geliebt bist, dass du aufgehoben bist, dass du unterstützt wirst, dass du gehalten wirst. Diese Energie, diese Materie, diese Person, mit der du dich verbindest, von der du mehr haben möchtest, die möchtest, dass du frei bist, dass du glücklich bist, dass du angekommen bist. Diese Energie, diese Materie, das Geld, dein Liebhaber möchte, dass du dich gut genug und richtig fühlst, dass du strahlst und leuchtest, dass du fit bist, dass du vital bist, dass du geliebt bist, getragen bist, leicht, sicher und frei dich fühlst, dass du weißt, dass du absolut genug und wertvoll bist, dass du geführt und geleitet wirst, dass du dich fallen lassen kannst und entspannen kannst, dass du aufgehoben und perfekt bist, dass du in Liebe und Fürsorge gebadet wirst. Diese Energie, das Geld oder was auch immer, mit dem du dich in Verbindung setzt, gehst du davon aus, dass das offen und herzlich ist, dich geborgen und geborgen fühlen lässt und angenommen, dass du getragen und gehalten wirst davon, und dass du offen und präsent bist in der Gegenwart dieser Energie. So. Und wenn du jetzt noch irgendein Problem hast mit irgendeiner Beziehung zu irgendetwas, dann musst du dir überlegen, ob du dir vorstellen kannst, dass Geld das für dich möchte. Dass Geld da ist und das für dich möchte in deinem Leben, dann fühlt sich das doch verdammt gut an. Wenn das Geld das hier für dich, für alle anderen Menschen will und Geld dafür da ist, die Energie des Geldes, genauso wie die Energie der Liebe, dafür da ist, dass du dich so fühlst.
dann kannst du es empfangen. Genau, das fühlt sich gut an. Dann kannst du es empfangen, dann kannst du eine gute Vorstellung haben. Und egal mit wem oder was du eine Beziehung eingehen willst oder musst, wenn du eine schlechte Beziehung hast, dann ist es nicht angenehm, dann lehnst du es ab, dann gehst du in Widerstand, dann bist du getrennt von all diesen guten und schönen Gefühlen, die du eigentlich kreieren möchtest in deinem Leben. Aber wenn da irgendetwas da ist in deinem Leben und sei es nur Geld, von dem du glaubst, dass es gegen dich ist, gegen die Welt, gegen das Leben, dann, dann kriegst du da, ja, mit Liebe kann ich, was kann ich im Herzen fühlen? Geld doch nicht. Doch, kannst du. Wenn du Geld zu Liebe machst, weil du bist der Schöpfer, du bist der Chef, du kannst alles zu allem machen. Du kannst Geld zu Liebe machen. Und stellt euch mal vor, wenn mehr Menschen Geld zu Liebe machen, wenn mehr Menschen diesen, das sieht man nicht, diesen Geldmensch oder diese Geldpersönlichkeit besser betiteln, dann geht auch die Schmach aus dieser Energie raus. Dann können wir uns gegenseitig Liebe geben. Okay? Du kaufst ein Coaching bei mir, ich gebe dir Liebe, du gibst mir Liebe. Wie schön ist das denn? Du gehst zum Bäcker, du kaufst ein Brötchen, du gibst ihm Liebe, er gibt dir Liebe im Brötchen. Wie wäre denn diese Vorstellung, wenn wir uns das switchen könnten? Oder mit Geld kann ich sogar andere befreien und inspirieren. Ich kann der Welt Gutes tun. Genau so wie mit Liebe. Wenn Geld gleich ist mit Liebe. Die Brötchen würden besser schmecken, ganz klar. Genau. Wenn wir mit dieser Energie durchs Leben gehen, dann hätten wir auch nicht so einen Grund, immer auf dem Geld zu hocken und es festzuhalten und würden es wunderbar in Fluss bringen, weil wir bereit sind, es anzunehmen und weil wir auch bereit sind, es wieder abzugeben. Und dann kommt das Ganze wirklich in Schwung. Jeden Geldwechsel trage ich zum Positiven im Leben anderer bei. Genau. Aber Geldwechsel heißt eben geben, nehmen. Geben, nehmen. Und was kann daran schlecht sein? Was ist daran übel? Und was hat damit mit diesem Geldarsch? Wenn wir diesen Geldarsch weiter irgendwo sehen, diese Korruption oder das, was Leute für Geld machen müssen, dann bleibt der Geldarsch weiter bestehen und dann funktioniert das System auch so. Weil wenn wir die Dinge so sehen, dann sind sie so. Und je weniger Leute in Zukunft die Dinge eben so betrachten und Geld so betrachten, desto fröhlicher ist es doch, mit Geld zu arbeiten. Weil es ist nun mal da, wir können, ich weiß, jemand hat auch geschrieben, ja, wir können ja auch ohne Geld leben. Bis zum gewissen Grad schon. Aber warum sollten wir überhaupt in Betracht ziehen, ohne Geld zu leben, wenn Geld ja was Schönes ist? Wenn Geld ja Spaß macht, wenn Geld ja lustig ist. Das ist ja genauso, ich meine, ich kann auch ohne Mann leben. Wir können alle ohne Partner und alleine leben. Können wir auch. Aber es ist doch eine Entscheidung, oder? Ich meine, wieso, wenn du mit einem Partner lebst, bloß weil er die Brötchen für dich verdient, ist auch eine Ansichtssache, ob dir das reicht oder nicht, oder? Wir können das alles selber definieren. Genau, dann könnten wir auch ohne Liebe leben. Klar können wir ohne Liebe leben. Viele Leute leben ohne Liebe, weil sie sich selber gespalten haben, weil sie denken, Love hurts, oder? Die ganzen Liebesgeschichten und die Liebeslieder, so verlassene Liebe. Kann man dann auch irgendwann mal sagen, ja, Liebe ist schlecht per se und ich will nichts mit Liebe zu tun haben.
Und dann kannst du auch keine annehmen und dann kannst du keine geben. Kannst du auch, oder? Es ist eine Entscheidung. Und ich denke, eine Entscheidung für Geld ist für mich eine Entscheidung fürs Leben hier auf der Erde. Wir können ja wunderbar in unseren Meditationen leben und unser Glück dort finden. Das können wir machen. Aber wie schön ist es denn, wenn wir jeden Moment das Leben genießen und sagen, ey, das macht Spaß, hier Mehrwert zu schaffen im Sinne von Geld, im Sinne von Inspiration, im Sinne von Weiterentwicklung, im Sinne von Unterstützung und so weiter und so fort. Der Klaus sagt, ohne Liebe leben ist wie ein Cappuccino ohne Milch. Mir läuft das Geld immer ganz schnell davon. Was ist das? Ja, das darf ja auch ganz schnell davonlaufen, wenn es auch ganz schnell wiederkommt. Das ist eben eine Imbalance, oder? Wenn du denkst, oh, das ist eben diese andere Seite, wenn du weniger annehmen kannst, als dass du zulassen kannst, dass rausgeht, dann hast du diese Imbalance. Also diese Balance musst du schaffen und diese Balance gilt es zu kreieren. Und hier kommt wieder dieses ganze krasse Thema Mindset rein, oder? Wie kreiere ich Geld? Wenn ich das jetzt mag, wenn ich jetzt diesen Geldarsch gekillt habe und sage, okay, ich habe jetzt eine gute Beziehung mit Geld, Geld liebt mich, Geld unterstützt mich, ich liebe Geld, wir sind ein cooles Team, wie komme ich jetzt zu dir, oder? Es ist genauso wie wenn du sagst, okay, ich entscheide mich für Liebe, ich bin jetzt bereit für meinen Traummann. So, alles klar. Wie mache ich mich bereit? Wie mache ich es bereit? Du musst Geld zum Fenster rauswerfen, dass es zur Tür wieder reinkommt. Genau. Du musst die schlechte Beziehung zum Fenster rauswerfen, damit der gute Mann wieder zur Tür wieder reinkommt. Ja, es ist so, aber nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern du musst einfach deine schlechte Perspektive von dem Mann, mit dem du zusammen bist, zum Fenster rauswerfen und die gute, alles Gute an ihm zur Tür wieder reinholen, respektive wann du bereit bist und gerade Single bist, eine neue Beziehung, dann musst du auch sagen, du kannst nicht sagen, alle Männer sind Arschlöcher und dann meinen, dass dein Traummann vor der Tür steht. Das geht einfach nicht. Und du musst bereit sein und genauso musst du eben bereit sein und sagen, klar, cool, mit Geld, da komme ich jetzt, ich will jetzt hier mit Geld zusammenleben. Ich finde es cool. Wie kann ich die Beziehung aufbauen? Wie kann ich mich bereit machen? Wie kann ich es einladen? Ja, und das ist eben das Ding, das ist wirklich dieser Mindset. Wie kommst du zu dieser magnetischen Energie von Geld? Wie kommst du wirklich dazu, dass du sagst, alles klar, hier bin ich, komm zu mir, ich liebe dich und du liebst mich, liebes Geld. Das ist mal die Voraussetzung, dass du überhaupt sagst, ja, gut, ich will jetzt hier eine Beziehung mit Geld haben, Geld darf zu mir kommen, ich finde es lässig, ich will damit arbeiten, ich will damit dazu tun haben, ich habe es in meinem Leben. Aber wie kann ich jetzt schauen, dass viel von dem zu mir kommt? Wie kann ich schauen, dass viel Liebe zu mir kommt, oder? Wie kann ich, dann muss ich zuerst, muss ich mal glauben, dass ich liebenswert bin. Ja? Es kann dich keiner mit Liebe überschütten, wenn du nicht glaubst, dass du liebenswert bist. Also musst du glauben, dass du einen Wert hast, dass du liebenswert bist für Geld, dass du etwas hast oder jemand bist, zu dem Geld kommt. Wo immer auch her. Und dass du Bock hast, Sachen zu machen, die Geld bringen. Und dann kommt das Nächste, dann geht die nächste Tour los, oder? Wie schwer ist es, zu Geld zu kommen? Muss ich es jemand wegnehmen? Wem nehme ich es denn weg? Auf welche Art und Weise nehme ich das weg? Das sind alles Mindset-Sachen, die strukturiert gehören und die gelebt gehören. Und das ist so eine krasse Geschichte, mit der ich mich auch schon ganz, ganz lange beschäftige. Und deswegen bin ich auch auf diesen lieben Herrn Bob Proctor gestoßen.
Der ist ja einer der ältesten Manifestierer, oder? Der schon ganz, ganz früh Mindset gemacht hat, der angefangen hat, wirklich zu sagen, hey, du bist der Schöpfer deines Lebens. Und auch nach Napoleon Hill, was immer du dir erdenken und erträumen kannst, das kannst du auch erreichen. Und wenn du jetzt den Geldarsch beseitigt hast, kannst du natürlich auch dir ein Leben mit Geld erdenken und erträumen, weil das ist krasse Voraussetzung dazu. Oder dass du bereit bist, eine andere Persönlichkeit auch in diesem Sinne zu werden, die eben Geld anzieht, die mit Geld Gutes tut, sich selber in erster Linie und auch anderen. Weil wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du irgendwie aus dem Krankenhaus vielleicht Spenden machen, aber was bist du denn schon wert? Oder wenn es dir gut geht und du fühlst dich gut, dann bist du ein Magnet für Gutes, unter anderem auch für Geld. Und dann kannst du Gutes austeilen. Also, dieser Bob Proctor, der hat ein Programm gemacht, das heißt Thinking into Results. Und dieses Programm gibt es eigentlich nur auf Englisch. Ich habe das gekauft. Und es ist eigentlich ein Self-Trainingsprogramm auf Englisch. Und es richtet sich, das Coole ist, es richtet sich auf Einzelpersonen und an Teams. Und wir alle leben in Teams. Und zwar in Familien oder in sonstigen Teams. Teams sind nicht nur Unternehmen oder du musst nicht nur eine Führungsperson im Unternehmen sein, sondern deine Family, dein komplettes Umfeld ist dein Team. Weil du musst schauen, dass dein Umfeld, das Größte ist ja auch immer, dass du dich vom Umfeld beirren lässt. Aber wenn du jetzt das Umfeld als dein Team siehst, das dich unterstützt, deine Wünsche zu erfüllen und zu realisieren, ist es schon mal ein ganz anderer Aspekt, als wie wenn du denkst, mein Mann versteht mich nicht, der denkt, ich bin bescheuert, wenn ich jetzt plötzlich Geld verdienen will oder was weiß ich nicht was. Da geht es auch darum, zu lernen, im Team sozusagen zu arbeiten. Und dieses Programm habe ich mir jetzt gedacht, ich übersetze das für euch. Es ist ein 12-Wochen-Intensiv-Coaching-Programm. Es ist ein Mastermind mit Umsetzungsarbeit, mit einem Workbook. Es sind 12 Lektionen. Und diese 12 Lektionen sind Videos jeweils und eben in dem Workbook Übungen. Weil es geht einfach nicht anders. Wenn du das shiften willst, wenn du dein Money-Mindset shiften willst, wenn du jemand sein möchtest, der tatsächlich viel Geld generieren kann, der Klaus hat das schon gemacht, dieses Seminar, der weiß offensichtlich, worum es geht. Ich habe diese ganzen Lektionen habe ich übersetzt, ich habe diese Übungen übersetzt. Ich finde das mega cool, aber ich habe es auch ergänzt. Und zwar ist es halt ein relativ altes Programm, aber es funktioniert immer noch. Und was dran funktioniert, ist eben auch das, was Dr. Joe Dispenza sagt, dass du wissen musst, wer du bist und dass du wissen musst, wie du sein musst als Persönlichkeit mit Geld, dass du weiterhin all deine Träume hast, ohne dass du untreu wirst zu dem, was du sein möchtest. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, das sind 12 Lektionen, eine Lektion pro Woche. Und es macht wirklich nur Sinn, wenn du bereit bist, diese Übungen zu machen. Aber egal, was du erreichen willst, was auch immer, man muss jeden Tag sein neues Ich üben. Es geht einfach nicht anders. Du musst am Morgen aufstehen und du musst am Morgen wissen, wer dein neues Ich ist und wie sich das fühlt, anfühlt, wie es denkt und wie es handelt. Ich habe auf meiner Homepage jedenfalls dieses Programm zusammengestellt, das ich euch anbieten will. Ich würde am 1. September starten. Ich nehme euch mit, die Lust haben,
Weil wenn du das Programm normalerweise alleine kaufst, ich weiß jetzt nicht, was der Klaus bezahlt hat, kostet das im zweistelligen Tausenderbereich. Und ich finde, das ist eigentlich too much, oder? Es ist wirklich too much. Und deswegen mache ich das nicht als offizieller Proctor-Coach, sondern ich habe es für mich gekauft, ich habe es im Selbststudium gemacht und ich mache es mit euch. Und ich coache euch noch zusätzlich. Und das Allerwichtigste ist, immer wieder das, eine klare Vision deiner Zukunft zu haben. Und es gibt immer noch viele, viele Menschen von euch, die sich nicht die Mühe gemacht haben, diese absolut klare Vision festzuhalten. Und ich sage euch auch, warum. Weil ihr immer noch denkt, dass es eine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Aber es ist eine Wahl. Du wählst, wer du sein willst. Du wählst, wie du leben willst. Du lebst, du wählst alles aus und du kannst haben das und. Und das ist ja immer das, was uns so klein hält, weil wir immer unsere ganze Energie festhalten für priorisieren. Wir, ja, was ist mir am wichtigsten? Wofür kann ich meine Zeit, mein Geld investieren? Bla, bla, bla. Aber dann kann ich das nicht machen, will ich aber nicht lieber das. Und ganz viel Zeit geht tatsächlich verloren, immer sich zu überlegen, wie kann ich möglichst viel aus meinem möglichst wenigen Budget rausholen? Wie wäre es aber, wenn das Budget mit deinen Bedürfnissen wächst? Du hast mehr Budget, du willst mehr, du hast mehr Budget. Das ist eine Regel, die entscheidest du. Die kannst du jeden Moment entscheiden. Aber du musst es glauben. Du musst es glauben, du musst es leben. Und du musst, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, deine Wünsche, die müssen wirklich sozusagen aus deiner Seele, aus deinem Inneren rauskommen. Weil wenn deine Wünsche aus Angst entstehen, dann sind sie nicht von innen getragen, sondern sie sind von der Angst getragen. Und das ist so ein riesengroßer Unterschied, dass du herausfinden musst, was willst du und warum willst du das? Und wenn du wirklich Geld haben willst, weil du Angst hast, weil du Existenzangst hast, dann wird Geld nicht zu dir kommen. Wenn du aber Geld anziehst, weil du ein gutes Verhältnis zu Geld hast, weil du Bock drauf hast, Gutes zu tun für dich und für andere mit Geld und weil du weißt, dass es dein Geburtsrecht ist, dann bist du nicht im Mangel. Aber sobald deine Wünsche aus einem Mangelgefühl heraus entstehen, wirst du sie nicht erfüllt bekommen, weil dann bist du im Mangel. Und da spinnt unser Mindset, da spinnt unsere Vorstellung immer noch, dass sie immer noch so analytisch geht. Ja, ich will das, weil. Und nicht, ich will das, weil sich das gut anfühlt, weil das Teil von mir ist, weil das etwas ist, was ich ganz tief in mir als meine Berufung fühle. Und das kann ein verdammtes Haus in der Toskana sein, warum auch immer. Oder es kann irgendein Projekt sein. Es ist völlig wurscht. Aber es darf niemals aus diesem Mangel raus entstehen, weil sonst funktioniert es nicht. Wenn du irgendetwas erreichen willst, auch auf einer anderen Ebene, sei es auf der gesundheitlichen Ebene, dann muss es aus deinem Inneren heraus sein, weil du weißt, dass das dein wahres Geburtsrecht ist. Wenn du da auch noch im Mangel bist, dann wird sich nichts verändern. Und da müssen viele, viele Übungen stattfinden, viele, viele Veränderungen im Denken, permanent ein Mindset-Shift, jeden Tag beim Bäcker oder sonst irgendwo im Business. Und für mich ist es das Allerwichtigste, dass ich weiß, dass es geht.
dass ich weiß, dass es tatsächlich eine 1-zu-1-Reaktion im Außen auf mein Inneres gibt. Immer, 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 immer. Und es ist keine Ausnahme da. Und wenn du das glaubst, dann kannst du alles haben, was du möchtest. Dann kannst du deinen Verstand umprogrammieren, deine Gewohnheiten, deine Verhaltensweisen und deine Ansichten. Weil die Ansichten sind so wichtig, wenn du schlecht von etwas denkst. Und sei es nur irgendein Essen. Wenn du denkst, das Essen tut dir nicht gut, tut es dir nicht gut. Wenn du denkst, dieser XY-Mensch, der mag dich nicht, dann mag er dich nicht. Wenn du denkst, Geld ist schwer zu verdienen, dann ist es so. Wenn du denkst, dass es mühsam ist, durchs Leben zu gehen, dann ist es so. Es ist alles so, wie du es sagst und wie du es denkst. Und gerade hier in den Chat haben wir auch gesehen, diese verschiedenen Perspektiven nur allein gegenüber Geld. Die sind so vielfältig und so vielfältig, wie die Perspektiven gegenüber Geld sind, sind auch die Kontostände. Und es hat nichts mit Herkunft zu tun. Weil ich zum Beispiel hatte einen Vater, der hat viel, viel Geld geerbt. Als ich irgendeins gebraucht hätte, war alles schon weg. Also, und es gibt ganz, ganz viele Leute, die ohne Geld auf die Welt gekommen sind. Und jetzt viel haben. Es hat damit alles nichts zu tun. Mit unserer Vergangenheit hat nichts etwas zu tun. Hier und jetzt können wir entscheiden, wo wir hinlaufen wollen. Ja, habt ihr jetzt hier noch irgendwelche Fragen? Der Klaus hat noch geschrieben, ist wie im realen Leben, wenn du zu deinen Sozialintensivpartner sagst, du bist meine letzte Hoffnung, dann würden die meisten weglaufen. Du musst es aber nicht mal nur sagen, sondern du musst es nur hoffen. Du musst eben gar nichts ausdrücken, du musst gar nichts aussprechen. Du musst es nicht mal laut denken oder leise denken, sondern du musst es nur fühlen. So subtil funktioniert die ganze Geschichte. Du musst es nicht sprechen, du musst es nicht denken, wenn du nur dieses Gefühl hast. Oh, da ist was im Busch mit meinem Partner. Oh, da denke ich nicht mal dran. Pam. Es ist da. Es ist reell. Es ist Energie. Es hat Wirkung. Es kreiert. Und so tief müssen wir gehen. Und wir müssen uns immer wieder fragen, wie sind wir eingestellt in Bezug auf das und das und das und das. Und wenn das nur ein bisschen negativ ist, dann kriegst du es zurück. That's it, that's life, das sind die Regeln. Wir können einfach danach leben. Also, wenn ihr Lust habt, euch dieses Programm anzuschauen, das startet am 1. September. Und das heißt, ich werde zum Geldmagneten. Wir sind auch in der Facebook-Gruppe zusammen. Wir machen die Lektionen durch von diesem Programm. Wir machen das Workbook durch von diesem Programm. Wir shiften unseren Mindset und vor allem wir kreieren diese klare Version von uns und die klare Version von unserer Zukunft. Und zwar ohne Angst und ohne Geschichten, die uns zurückhalten, sondern wirklich das, was wir uns ganz, ganz wirklich wünschen und uns nie erlaubt haben. Und ich habe es auch schon in meinen Coachings erzählt. Hier die Heidi weiß es. Zum Beispiel meinen dicken, fetten Diamantring. Es hat so lange gedauert, bis ich mir den zugestanden habe, dass ich den verdammt nochmal will. Es macht gar keinen Sinn, so einen Ring zu wollen. Aber ich will einen. Ich find's geil. Ist völlig sinnlos. Ich will, dass mir ein Mann so einen Ring schenkt. Ende aus Amen. Ich will das. Und ganz lange hat es gedauert, bis ich mir das eingestanden habe, dass ich eine bin, die das will. Das braucht man ja nicht. Das ist ja nicht wichtig. Ich will es aber. Und so will ich noch ganz viele andere Sachen. Und so wollt ihr auch noch ganz viele andere Sachen. Und wenn wir es niemanden wegnehmen, sondern einfach das Leben damit bereichern und uns ausdehnen und die Welt ausdehnen und allen anderen auch noch die Möglichkeit geben, sich die auszudehnen, dann gibt es verdammt nochmal keinen einzigen hier auf dieser Welt, der nicht zusehen sollte, dass er Geld hat. Weil wir haben alle das Potenzial, wir sind alle so einzigartig, wir haben alle wunderbare Möglichkeiten, die wir in die Waagschale schmeißen dürfen und können sagen, hey Geld,
wie viel gibst du mir für meine Grandiosität? Dann sagt der, richtig viel. Und dann sagst du, ah nein, so viel brauche ich nicht. Hallo? Sicher nicht, oder? Dann, wir müssen wirklich dahin. Ich mache jetzt ganz kurz noch hier in den Chat den Link zu dem Programm. Moment schnell, gleich bin ich hier wieder bei euch. Zack, zack. Ja, der Bob Proctor heißt der. Das ist schon ein ziemlich alter Knabe. Und zwar, was habe ich da an alle? Jetzt kommt's. Und da steht's drin, die sich schnell entscheiden, die kriegen das Ganze für 100 Euro pro Woche mit einem Coaching von mir in der Coaching-Gruppe mit den Unterlagen auf Deutsch. Wenn ihr das nicht auf Deutsch, ist wirklich wichtig, dass ihr den Wert auch erkennt, dass es wirklich auf Deutsch von mir übersetzt wird. Wahrscheinlich kriege ich auch noch Hilfe bei der Übersetzung, dass ich nicht alles selber mache. Aber ich habe schon den ersten Kapitel habe ich schon angefangen und es ist einfach echt eine ganz geile Sache. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut euch das an, meldet euch bei mir. Und wenn ihr noch Fragen habt, tippet sie jetzt mal schnell rein. Wir sind immer noch 40 Leute hier, deswegen kann ich euch nicht das Gespräch geben. Ein Diamant ist auch ein gutes Symbol, denn es ist nicht nur ein Stück Kohle, was lange genug den Druck standgehalten hat. Ich finde es einfach schön und ich find viele Dinge schön, die ich mir nicht erlaubt habe, eigentlich schön zu finden. Habt ihr da auch so Zeug im Keller? Sachen, die ihr eigentlich schön findet, aber wo ihr gedacht habt, ah, das braucht man ja nicht. Aber zum Beispiel Schönheit, etwas schön zu finden, die Schönheit in den Dingen zu erkennen. Müsst ihr das mal reinspüren, Schönheit in Menschen zu erkennen, Schönheit in Augen, in Blumen zu erkennen. Das ist so eine hohe Energie, das ist so hochschwingend. Und alles, was uns Schönheit gibt und von uns Bewunderung bekommt, bedeutet, dass wir hohe Energie ins Universum, ins kollektive Feld schicken. Und hallo, ist unser Job. Es ist unser Job, die Energie hier zu erhöhen, glücklich und freudig zu sein für die, wo ich bin Freude nicht so resoniert hat, oder? Ich bin Freude oder ich bin Schönheit. All diese Sachen, all diese höheren Energien, höheren Emotionen, da wäre es super, wenn du das mit dir in Einklang bringen könntest, so dass du sagen kannst, ja, ich bin das. Und dann schwingst du automatisch höher, wenn du sagst, ich kann alles sein und ich bin das. Das ist so cool. Ja, keine Fragen mehr, dann würde ich euch hier entlassen. Und letzter Aspekt noch. Die von euch, die hier noch Probleme haben, schreibt euch dazu, was diese Junge für euch ist. Und wenn er irgendwie ein korruptes Schwein noch ist oder wenn er gemein ist, wenn er ausnützerisch ist oder was auch immer, geht wirklich ganz tief in euch rein. Ich habe gestern noch auch von jemandem Input gekriegt, die war auch ganz erschrocken, dass bei ihr doch noch so tief da drin hängt, dass es unethisch ist sogar, Geld ist unethisch und lauter so Sachen. Hört dann nochmal in euch rein, schreibt es auf zu diesem Männchen da dazu und dann nehmt ihr das und lasst es verschwinden. Zerreißt diesen Arsch, hier diesen Geldarsch. Zerreißt den, macht ihn klein und verbrennt ihn am allerbesten. Und dann geht ihr her und macht auch einen neuen Geld, eine neue Geld. Und visualisiert dieses Geld.
kriegt ein gutes Verhältnis dazu. Ich habe euch vorher meine Liste aufgelöscht, aus aufgezeigt und schreibt euch das hin, wie dieser neue Geldlover, Geldschatz, Geldgrandios Frau, Mann ist in eurem Leben, der nur das Beste will für euch, für alle anderen, was für Eigenschaften der hat, was der für euch will, und schreibt euch das auf und habt damit diesen alten Geldarsch hier eliminiert, den gibt's nicht mehr, und er ist neu erfunden, er ist neu kreiert und er ist neu da. Genau. Und ich habe meinen verbrannt letztes Mal, als ich das gemacht habe. Es hat richtig Spaß gemacht. Da ging so richtig Energie auf. Macht es, tötet das Teil und lasst etwas Neues kreieren. Und jetzt mache ich noch einen ganz kleinen Exkurs auf. Das könnt ihr auch mit eurer alten Persönlichkeit machen. Mit Aspekten von euch, die ihr nicht geil findet. Die könnt ihr genauso eliminieren und dann diese neue, wahre Seele rauslassen, eure Persönlichkeit, und die dann sein. Es geht mit allem und es ist ein cooles Ritual, das lässt Energie frei auf jeden Fall. Ja, ich danke euch auch, ihr Lieben, und schreibt mir, ich schicke euch dann die Aufzeichnung, schreibt mir auf jeden Fall, was ihr da rausgeholt habt. Ich werde vom Hauskater zum Geldtiger. Genau, Klaus. Und du bist genauso kuschelig und schmusig und liebevoll als Geldtiger. Du hast einfach nur einen anderen Namen und machst einfach viele tolle Sachen und frisst keine Mäuse mehr. Also, ihr Lieben, ich beende das hier und lasst mich wissen, was ihr rausgeholt habt, wie das für euch war und was für Ergebnisse ihr habt. Danke, Marina. Ja, Philipp, du musst dann halt die Aufzeichnung anschauen. Also genießt euer Wochenende und happy times. Bye. Tschüss.